EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und bei Hansa Rostock. Guten Morgen, liebe Freunde. Ha, es hat geschneit hier bei uns vor der Haustür. Der erste Schnee in diesem Jahr. Unfassbar. Direkt mal rausgegangen. Gelb gemacht. So, wir gucken mal, was steht denn hier an? 24.000 ist ein bisschen wenig, deshalb machen wir da runter und dann gehen wir hier vielleicht noch hoch. Geht nicht, alles klar, lassen wir. BP ist auch so ein Ausbeuterkonzern. Egal, wir nehmen es mit, ne? Wir nehmen denen das Geld ab. So sehen wir das, ne? So, ja, meine lieben Freunde, wie sieht's aus? Tabellarisch eher schwach, ne? Also, da ist nichts mit vorweihnachtlicher Stimmung hier gerade bei uns. Aber das macht nichts. Wir sind auf dem Wege der Besserung. Das haben wir jetzt gesehen. Wir haben unentschieden rausgeholt. Endlich wieder ein Punkt nach dem ersten Spieltag. Der erste Punkt endlich wieder. Meine Güte, meine Güte. Und jetzt geht's gegen Köln. Das ist ein machbarer Gegner, wenn auch nicht allzu einfach. So, ja, was gibt's hier bei YouTube zu erwähnen? Der Tirim hat schon länger ein Abo dagelassen. Den gibt's auch bei FM-Zocker im Forum. Und bei YouTube, der macht nämlich... Oh ne, das machen wir nicht. Der macht nämlich auch Videos. Guck mal bei ihm vorbei. Tirim. T-I-R-I-M. So wie man spricht. Und ja, sagt mal Hallo. Sagt mal Hallo vom Gary. Den Strobel lassen wir weg. Also so schlecht, so schlechte Werte. Da, Digga, brauchen wir nicht. Nee, nee. So, Paulchen und Benedikt Kamt hier sogar noch ein Trainingsziel erreicht. Super, wunderbar. Und ja, was gibt's noch Neues? Der Grauer legt wieder los. Der Grauer hat wieder Fußballmanager-Zeit. Und zwar nicht mehr bei Cottbus, sondern er hat ein neues Spielstand angefangen. Einen neuen Spielstand, man glaubt es kaum. Man kann sich nicht vorstellen, den Grauer außerhalb von Cottbus. Also ich nicht, ne? Das haben wahrscheinlich damals die Unioner auch gesagt. Und ja, dann lief es halt bei Cottbus, ne? Jetzt hat er angefangen bei Berlin. Also mit Berlin hat er es irgendwie, mit der Hertha. Guckt mal rein, schaut mal vorbei, sagte man Hallo von mir auch, ne? Und ja, ist nur so die Frage, ob er das beiwählt, weil ich habe gemerkt, er hat ziemlich viele Ligen ausgewählt und deshalb dauert es ewig, also so eine Folge, beziehungsweise dieses Laden. Und es könnte sein, entweder schneidet er die Folgen, das wäre natürlich auch eine Option, oder aber er fängt nochmal neu an mit weniger Ligen. Ja, ich warte noch ein bisschen, bis so ja, eins Patch 1.2 oder 1.3 oder so irgendwie da ist und dann machen wir mal dieses Projekt heißt es. Dieses Projekt, das wir mal durchsimulieren und mal zwar so 10, 20, 30 Jahre, alle 10 Jahre mal stoppen und gucken, was aus der Liga geworden ist oder so. Das fände ich echt interessant. Ja, interessant wird auch hier dieses Spielchen gegen Köln. Wir sind schwächer, was die Mannschaftsstärke angeht, aber wir spielen zu Hause, das macht dann immer noch mal was her. Und wir werden es versuchen. Wir werden es versuchen, Punkte in Rostock zu lassen auf jeden Fall. Ne? Das müssen wir. Topspiel ist Leverkusen gegen Gladbach. Also hier auch Revier-Ruhrpott-Derby da. Leipzig gegen Dortmund und Bayern München gegen Schalke 04, die nur 14. in der Liga sind. Das ist krass. So ein bisschen Realität hat der Fußballmanager dann auch schon mal dabei. Ne? So, ich habe wieder ganz, ganz schwach geantwortet auf euch. Ich weiß. Tut mir leid, aber ich hoffe, ihr seid da nicht allzu böse drüber, weil ich gehe ja immer auf euch ein. Ne? Wenn es hier so kommt, dann ist ja auch kein Problem, dann schwätze ich mit euch drüber. Ne? Der Grauer hat geschrieben, du lässt die Kogge nicht sinken. Ja, das werden wir auch versuchen, ne? Dass wir das hier wieder hochkriegen mit unserer Mannschaft, mit unserer Kogge, mit Hansa Rostock einfach. Ne? So, dann Patze, du bekommst keine so hohen Ablöseforderungen für Schmidt, weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ja, ist mir klar, 15 Millionen war doch schon ein gutes Angebot. Einfach mal Berater auf die Vereine anfragen lassen, beziehungsweise selber die Vereine in England oder Spanien anfragen. Nicht alle durchklicken. Wenn die nicht markiert sind, dann wollen die nicht. Ja, das bringt mich schon. Wir gucken mal, machen wir einfach. Wir gehen mal los hier, wenn der Patze das sagt, hier Spiele anbieten. Und alle Grünen fragen wir mal an. Also nicht nur die politisch Grünen, sondern die Grünen, die hier den Spieler suchen. Aber da suchen ganz wenige. Sampdoria Genua zum Beispiel versucht mal hier was zu machen. Das heißt, wir waren bei Italien, dann gucken wir noch in den Niederlanden. Da ist natürlich auch kein Geld vorhanden. Ne? Russland, da wäre Geld vorhanden, aber die wollen dann nicht. Ne? Außerhalb des Transferbudgets, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch hier. Und die sind auch nicht interessiert, ne? Das kennt man. Das ist das mit dem Grünen, was er meint. Manchmal, bei einer geringen Ablöse, dann hat man vielleicht nochmal jemanden, der da interessiert ist. Aber meistens sind da die Grünen
die anzuhören sind. Ja, Niklas Hauptmann ist wieder fit, das heißt, wir können hier Schnellhardt austauschen im Mittelfeld. Den nehmen wir aber mit, damit wir eine Alternative da haben. Den lassen wir dann da zu Hause. Das ist fast schon schwierig, ne? Im Moment hier. Ja, ist echt schwierig, da jemanden zu Hause zu lassen. Kayembe ist im Moment auch so schwach auf der Brust, aber wir müssten auch noch einen Torhüter mitnehmen. Also im Moment sehe ich das hier so, dass man hier auf jeden Fall gucken muss, wen man hier auswählt und wen nicht, ne? Kerscher, schwierig für ihn momentan. Den könnte man auch... Ah, der möchte schon gern bleiben. Ich habe auch vergessen, ihn auszuleihen, muss ich sagen. Ich wollte da eigentlich ausleihen. Scheiße. Das geht jetzt natürlich ja gar nicht mehr, ne? Das geht jetzt, glaube ich, nicht. Oder geht das noch? Also ich habe das Gefühl, es würde Sinn machen, ihn nochmal auszuleihen dieses Jahr. Vielleicht sogar mit einer kleinen Leihgebühr. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie läuft. Oder wir behalten ihn erstmal wieder, ne? Aber ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Werden wir mal überlegen. Özcan ist im Moment ein bisschen vor ihm, ne? Und er hat halt das Talent, guter zu werden. Und wenn er jetzt hier bei uns nur auf der Bank sitzt, ist schwierig. Ist schwierig. Vielleicht könnten wir ja auch die zweite Liga irgendwo anbieten, so. Zweite Bundesliga zur Leihe hier irgendwie für eine halbe Million. Dass die auch wissen, wo der Hase hier läuft und so. Guck mal hier ins Team rein. David Philipp könnte er. Da wäre schon schwierig. Bei Düsseldorf im Team, OM, da ging schon eher. Da sind auch zwei am Start. Bochum im Team. Ja, das sind auch schon alles so 70er Leute schon. Ey, das ist schon krass. Osnabrück hier. Team. Da wäre natürlich gesetzt, ne? Und da könnte er vielleicht auch hier mit dazu beitragen, dass Osnabrück hier vielleicht oben mal mitspielt. Oder sowas wie in Holland oder so. Also in den Niederlanden. Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Gröningen, wie sieht's denn da aus? 9. Platz, Den Haag ist 11. Platz und Utrecht 4. Platz. Aber die haben bestimmt auch wieder eine schwierige Mannschaftskonstellation. Ah, ich verliere mich gerade. Tut mir leid. Wir überlegen mal. Ihr überlegt mal. Ich überlege mal, was wir mit dem Kerscher machen. Ob wir ihn nicht noch vielleicht auswechseln. Also ausleihen sollten. So, die zweite Mannschaft hat im Moment ein bisschen Verletzungsprobleme. Und wir gucken jetzt mal weiter in euren Kommentaren. Also Patze, Dankeschön. Dann der Frank Schönekäs. Es geht ja langsam. Ganz langsam geht es ja wieder nach oben, was die Dings angeht hier, die Punkteausbeute, ne? Was Hansa Rostock in der Liga angeht. Und er denkt, man kriegt mehr. Oder er ist gespannt, ob wir mehr als 15 Millionen bekommen. Bei 6 Monaten Laufzeit, ja, Restlaufzeit, 12 Monate sind es noch, ne? Naja, schau mal, ob du den ablösefreien Adrian, ob der OM kann, soll ich gucken. Adrian? Wer bist denn du hier? Gucken wir mal rein. Nee, der kann wohl nur rechts außen. Das wollen wir vielleicht mal scouten. Hier so vielleicht irgendwie. Aber will ich eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich keinen Rechtsaußen. Oder wir müssten mal überlegen, ob wir vielleicht hier die Umstellung langsam irgendwann wagen, weil wir ja sowieso nur noch einen Stürmer drin haben. Wäre natürlich wieder was offensiver. Müssen wir mal überlegen, ob wir irgendwann auf die Rechtsaußen-Linksaußen-Taktiken gehen, die ja hier im Moment im Fußballmanager im Kommen sind. Ne? So. Kayembe hat mal eine gute Form, da nehmen wir ihn natürlich auch mit. Hachi Wright, Pascal Köpke. Und dann gehen wir jetzt endlich mal ins Spiel hier. Ne? Taktik machen wir noch und in der Zeit gucke ich noch bei... beim Frank war ich noch nicht fertig. Der hat mich gesagt, wir sollten noch den Avel verleihen, weil wenn der Tier nichts gibt mit regelmäßig Spielen in der zweiten Mannschaft, dann sieht er da schwarz mit der Entwicklung von dem jungen Mann. Ah, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der kommt noch auf jeden Fall zu genug einsetzen. Aber er muss sich auch mal zeigen da. Also man kann auch nicht erwarten, dass einer ständig spielt, wenn er nicht der beste Mann am Platz ist. Ne? Und dann muss er halt dafür was tun, dass er der beste Mann am Platz wird. So sehe ich das. Aber wir gucken mal trotzdem in die zweite Mannschaft rein. Und soweit ist er da. Im Moment sitzt er hier. Guck mal, wir haben doch auch genug und oft welchen verletzt. Vielleicht gucke ich auch öfter einfach mal in die zweite wieder rein und wechsle da unten mal durch. So immer mal wieder. Ne? Und guck dann hier zum Gottfried. Ist ja jetzt auch schon bei 11 Einsätzen dieses Jahr. Und ein Sosa 12. Ein Kadrian 10. Also da kriegen wir doch hin.
Abel, wie sieht's bei dem jetzt aus? Hat er doch auch 11, also geht doch alles. Die anderen haben da auch nicht viel mehr. Jakubowitsch hat die 8 zum Beispiel. Wer ist denn immer gesetzt? Ruxon ist am meisten gesetzt, hat auch 11, also geht doch, ist doch alles gut. 11 Einsätze, kriegen wir hin, seine Entwicklung, bin ich mir sicher. Gut, dann Chemie Leipzig. Ganz langsam geht's, Fortschritte sind erkennbar. Und das System scheint auch jetzt besser zu passen. Für Schmidt wirst du, glaube ich, nicht mehr als 15 Millionen kriegen. Also da geht eure Meinung auf jeden Fall in eine Richtung. Und zwar, dass wir 15 Millionen bei Schmidt schon auch ein Erfolg wäre. Dann hat der Chemiker noch die Hoffnung, dass er vielleicht im Januar nochmal verlängern will. Aber die Hoffnung möchte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Da sind wir nämlich wahrscheinlich immer noch hier unten drin. Und dann sagt er wahrscheinlich erst recht, er will nicht verlängern. Georg Gattos hat einen 14er Form. Er passt wohl bei Preußen, freut er sich. Sehr wichtig, der Punkt gegen Stuttgart. Und jetzt, ja, den Einsatz, stimmt. Das habe ich mir letztens auch noch gesehen. Ja, und wir? Während ich hier schwätze, macht das 1-0, der Vasialidis, was da passiert? Chissos auf Horst, der zieht aus 16 Metern ab. Romero kann den nur nach vorne abwehren und Vasialidis ist da. 1-0, sehr gut. Hier, da wollte ich nämlich den Einsatz generell mal auf 100% stellen die ganze Zeit. Habe ich eben vergessen bei der Taktik. Wir gucken uns den restlichen Kommentarenhaufen dann demnächst an. Also jetzt müssen wir hier mal erstmal schauen in der Tabelle und so. Guck mal. 7 Punkte, das wäre doch jetzt mal was. Jetzt aber erstmal Querstelle von Koscielny, Haberer. Aber Balanta klärt dann da. Köln gibt jetzt Gas. Die Ecke von links von Cocello. Chisos verpasst die. Und dann ist Osako hinten am Pfosten. Ganz frei, schießt direkt und am Pfosten vorbei. Huiuiui. Da muss man jetzt hier aufpassen, was ist denn los? Die Kölner kommen jetzt hier nach vorne mit Sörensen, Doppelpass mit Risse aus 15 Metern, schießt der Innenverteidiger, Mascherani ist auf dem Posten. Huiuiui. Und jetzt mal die Rostocker über Hördles Knöll, der geht gegen Köppen in den Zweikampf, gewinnt diesen, spielt dann den Ball zu Niklas Schmidt, aber der kommt nicht ran. Sergio Romero hat die Kugel. Heieiei. Wildes Spiel. Und jetzt, man merkt's. Auch an den Aktionen hier, gelbe Karte nach Umstoßen seines Gegenspielers. Aber der wurde da provoziert. Also da muss man auch dem anderen die gelbe geben. So sehe ich das zumindest. Vincent Cocciello jetzt mit der nächsten Ecke von der linken Seite. Auf Robin Koch, der Rechtsverteidiger springt hoch und er macht das Tor. 1-1. Verdammt. Robin Koch. Da ist er da vorne dabei und macht das Tor. Die Kölner wollen jetzt direkt den Doppelpass. Risse auch an der rechten Seite mit der Flanke auf Cocciello. Der ist richtig aktiv, aber da schießt er am Tor vorbei. Sebastian Aller jetzt mit dem Ball auf Osako. Der kleine Japaner kommt zum Kopfball und köpft übers Tor. Oh, Mensch. Was ist denn los jetzt hier? Jetzt ist aber gerade hier ganz schwierige Sache. Dritte Ecke. Mascherani holt die aber raus. Aus der Luft. Vor der Halbzeit jetzt entweder ein Tor machen oder keins kassieren mehr. Nein, nein, bitte nicht hier. Eder Balanta muss nach einer Flanke von Risse Kopf und Kragen riskieren und klärt. Ja, Osako hatte da schon die Nase in den Wind gehalten. Cocciello wieder mit der Ecke. Haller am kurzen Pfosten mit dem Kopfball. Der Ball fliegt am Tor vorbei. Huiuiui. Da retten wir das 1-1 noch in die Pause. Das ist auf jeden Fall hier gerade echt ein Highlight, ne? So, müssen wir mal gucken, was wir hier auf der linken Seite noch machen können. Weil da ist natürlich jetzt mit der gelben Karte auch ein bisschen belastet, ne? Aber wir haben da gerade nicht so eine sehr gute Alternative. Dafür zeigen wir ein gutes Spiel hier, ne? 1,5, Zweier sind dabei, ganz, ganz stark. Apropos gutes Spiel, Georg Gattos, der gute Mann, hat auch wieder neue Folgen rausgebracht bei seiner Eintracht. Guckt mal vorbei, guckt mal rein, der freut sich auch. Auf jeden Fall. Über jeden von euch. Köpken. Oh, da muss doch eine rote Karte geben. Der tritt einfach den Knall um. Ja, gelb-rot immerhin. Weg mit dir. Was soll das? Meine Güte. Bauer, der Rechtsverteidiger, kommt nach vorne. Flankt, dann ist Knöll da und nur Außennetz. Nur das Außennetz. Gegenzug der Kölner. Oh nein, ich sehe schwarz. Osako mit einem Schuss. Mascherani wirft sich hinein und verhindert das Tor. Aus 8 Metern. Glanzparade. Glanzparade von dem jungen Keeper. Im Tor
vom FC Hansa. Mit einem Mann weniger kommen wir hier trotzdem gerade nicht raus. Vincent Cocello mit dem, ja, das muss er, ja genau, mit der Ecke unter Sebastian Allaire schubst im Strafraum. Und da gibt es natürlich einen ganz klaren Stürmerfoul, ne? Klar. So, wir bringen mal hier neue Leute. Köpke und Bebu werden wir bringen. Und noch jemanden als Ersatz, wenn noch was passiert. Wie hier zum Beispiel Yannick Haverer. Mit Verletzung muss er raus. Ja, traurig für ihn. Mal gucken, wer kommt. Also gerade sind wir 120 Punkte stärker. Ich glaube, das liegt daran, weil der verletzte Haverer auch noch als nicht auf dem Platz zählt. Ne? Das müssen wir jetzt eigentlich mal hier nutzen, um da mal Druck zu machen, nach vorne auf jeden Fall. Jetzt, ja, jetzt sind wir nur noch, also nur noch in Anführungszeichen, 60 Punkte, das ist viel, ey. Da müssten wir jetzt eigentlich mal mit dem einen Mann weniger doch mal Gas geben hier. Aber wir kriegen keine Chancen generiert. Cocello jetzt auf, ja. Cocello mit der Ecke, Ballanta klärt sie auf Risse. Der schießt aus 18 Metern einfach mal knochentrocken drauf. Und dann steht das hier 2-1, obwohl wir hier ein Mann mehr sind, ey. Das ist doch zum Kotzen. Ich überlege gerade, was machen wir? Ich glaube, wir bringen einen zweiten Stürmer lieber statt einen zweiten OM. Wir müssen jetzt nach vorne arbeiten hier. Ganz wild. Müssen wir jetzt werden. Mann, 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 ey. Cordoba über die linke Seite. Horst bleibt stehen. Ja. Und Allaire haut den zum Glück über den Pfosten. Also über die Latte. Meine Güte. Jetzt endlich mal die Kogge. Köpke holt sich den Ball gegen Sörensen, lässt drei Spieler stehen, schießt jetzt. Ah, da hätte er sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können beim Abschluss. Schade. Jesus fällt da mal Allaire. Der hat übrigens ein schönes Trikot an, der Jesus. Passt zu Hansa Rostock. Lukas Kinas hat offensichtlich kein Bild. Müssen wir mal machen. Jetzt kontert das FC Hansa Rostock über mehrere Stationen. Niklas Schmidt auf Jesus. Der Innenverteidiger ist vorne. Eckball. Das wäre natürlich ein Ding gewesen hier. Das wäre eine Ansage vom Kapitän gewesen, hier mal jetzt ein Tor zu schießen. Wir sehen unsere Ecke aber nicht. Dafür die der Kölner, die Maschigiani abfangen kann. 20 Minuten sind es noch. Wir sind einer mehr, meine lieben Freunde. Dann müssen wir doch hier zumindest einen Punkt zu Hause lassen. Freistoß von Schmidt auf Köpke. Der nimmt ein volles Risiko. Kloppt den Ball aber an die Eckfahne. Uiuiui. Ecke jetzt von Schmidt. Der muss auch mal was zeigen, Mensch. Kinas klärt den Ball. Koch verliert den Kopfball gegen Hauptmann. Und dann kommt hier unser Chisos nochmal. Der ist jetzt da vorne öfter mal zu finden. Schießt einfach mal drauf. Köpke ist in der Schussbahn mit der Hacke. Und geht der jetzt vorbei oder geht der rein? Was ist da los? Jawohl, der geht rein. Der geht rein. 2-2. Sensationell. Vom Captain eingeleitet. Vom Köpke reingemacht. Eher unabsichtlich. Aber es wird natürlich trotzdem Köpke zugerechnet. Oh, Viertelstunde noch. Vielleicht geht hier was. Vielleicht können wir hier unseren zweiten Dreier holen. Das müssen wir eigentlich. Wir sind fast 100 Punkte stärker. Hansa Rostock jetzt nochmal. Doppelpässe im Strafraum der Kölner. Hachi Wright schießt ab. Romero hat den Ball zumindest zur Ecke klären können. Die kommt rein von Schmidt. Schmidt bringt den. Kinast springt höher als alle anderen. Köpft aber seinen Mitspieler gegen den Rücken. Und deshalb gibt es noch eine Ecke. Die dritte im Spiel. Ist zu kurz. Kinas kann klären. Und diesmal nicht zur nächsten Ecke. 10 Minuten sind es noch. Ausverkauftes Ostseestadion. Da muss doch jetzt hier was gehen. Meine Freunde, auf geht's. Hachi Wright mit einer Möglichkeit. Oh, aber dann ist Romero wieder da. Der ist natürlich auch ganz stark hier momentan. 10 Minuten. Auf, Jungs. Ein Mann weniger. Wir sagen nochmal voller Angriff. 5 Minuten noch. Und die Zeit stoppt. Was passiert? Weiter Abschlag von Maschigiani. Schmidt ist durch, nimmt den Ball mit, schießt sofort. Tor! Maschigiani mit der Vorlage und Schmidt mit dem Tor. Eben noch gesagt, er muss sich mal zeigen. Und dann zeigt er sich. Dann zeigt er sich und vielleicht nochmal. Schmidt auf der rechten Seite mit der Hereingabe. Romero kann diese Abfahrt. Sensationell. 2 Minuten haben wir noch.
Und wir bringen jetzt hier noch einen Wechsel, der Zeit bringt. Ach, können wir nicht mehr. Wir haben ja gewechselt. Stimmt. Dann machen wir das anders. Wir ziehen Köpke ein bisschen zurück. Auf die rechte Außenseite. Und Bebu ein bisschen. Damit wir ein bisschen stabiler noch stehen. Sebastian Aller läuft mit dem Ball nach innen. Cocello legt quer. Aller mit dem Distanzschuss wird geblockt. 2 Minuten noch. 2 Minuten noch für den nächsten Dreier. Jawoll, ja. Die Tendenz zeigt gerade ein bisschen nach oben. Habt ihr eben schon angedeutet in euren Kommentaren, ne? Und dann passiert das hier mit Köpke. Alright, auch ein ganz starkes Spiel gemacht. Also das hat sich gelohnt, die Einwechslung hier. Sehr gut, sehr gut. Knappes Spiel. Natürlich haben wir da profitiert von dem Platzverweis. Aber mein Gott, selber schuld, sag ich mal da, ne? Und wir müssen es dann nutzen. Haben wir diesmal auch. Ganz, ganz toll. Leipzig verliert gegen Dortmund, das freut mich auch. Hamburg gewinnt gegen Stuttgart. Das ist hier unten auch nicht so schlecht für uns. Mainz und Stuttgart hängen uns ja hier auch noch ganz nah am Körper dran, sag ich mal. Dann haben wir Wolfsburg, die verlieren gegen Nürnberg. Bremen gewinnt gegen Hertha. Freiburg 0-4 gegen Hoffenheim. Ja, da sieht es auch gerade ganz, ganz düster aus auf jeden Fall. München verliert gegen Schalke. Oho, die versuchen sich aus der Krise zu ballern. Und das geht natürlich mit einem Sieg in München. Vielleicht sogar ratzfatz, ne? Leverkusen verliert zu Hause gegen Gladbach im Derby und Augsburg ganz souverän 4-0 gegen Mainz 05. So sieht's aus hier tabellarisch, ne? Wir haben uns noch nicht verändert, aber wir sind jetzt natürlich 3 Punkte näher dran. Ach, das freut mich, das freut mich. Wir gucken mal, vielleicht ist ja sogar jemand von uns in der Elf des Tages. Nein, leider nicht, aber 3 Dortmunder. Seri, Bertrand und Gündogan. Aha. Und 2 Schalker, 3 Hoffenheimer, 2 Bremer. Gar nicht viele verschiedene Vereine diesmal. Ist so, ne? Franco Di Santo schießt gerade auch hier Tore beim FC Augsburg. Ganz ordentlich. Immer noch Kramaric, der erste Torschütze. Und wir freuen uns einfach. Dass wir gewonnen haben, ne? Ural minus 2 ist so beim Verlat. Da können wir jetzt auch nichts dran machen. So, wir waren beim Georgatos. Was hast du noch geschrieben? Ja. Nimm lieber Halbserie ein bisschen Geld in die Hand. Vor allem versuch den Schmidt nicht auf Krampf zu verkaufen. Ich denke, es werden schon noch Angebote kommen. 15 Millionen vom HSV gehen gar nicht. Ohne ihn wird es auch nicht besser. Ja, aber ganz ohne ist auch schwierig, ne? Also da das Geld verschwinden zu lassen, weil wir vielleicht gar kein Angebot kriegen, ist auch nicht die Option, die wir nehmen können. Ruxon mit dem siegreichen Tor hier gegen Flensburg, 1-0, Spieler des Tages geworden, so sieht's aus. Die Männer hier wurden eingewechselt, Benedikt Gottfried ein bisschen spät, deshalb keine Note bekommen, aber ein Einsatz, ne? Das ist ja auch immer schon ganz wichtig. Abel 3,5, damit zeigt man sich halt dann auch nicht. Schwierig. So, wir bräuchten irgendwie noch jemanden eigentlich auf der linken Seite als Verteidiger. Fällt mir mal so gerade auf irgendwie. Haben wir gar keinen. Wir haben gar keinen Linksverteidiger mehr. Nee, wir haben nur Dennis Strauß noch auf der rechten Seite. Ne? Krass. Fehlplanung hier im Kadersystem auf jeden Fall. Naja, wir gucken mal weiter bei euren Kommentaren. Und da ist noch der Ronny Schumann am Start. Robert sucht schon einen Nachfolger. Das ist also sicher der Ronny. Aber mal gucken, jetzt haben wir gewonnen. Ne? Jetzt haben wir erstmal gewonnen. Er hat überhaupt gar keinen Geduldsfaden. Kannst 100 Spiele in Folge gewinnen, aber wie, du verlierst einmal. Ne? Na gut, wir haben halt 5 Mal verloren. Na, da wird man schon mal ein bisschen wuschig zwischen den Beinen. Schmidt, also hier sind es auch nur 14 Millionen. Forderungen stellen mal irgendwie. Wir gucken mal. Ich weiß nicht, wenn wir das so sehen. Ne? Ja, ist gescheitert. Ist direkt gescheitert. Okay. Dann müssen wir gucken, ob wir für 14, 15 Millionen, viel mehr wird es wohl nicht. Und, ja, im blödesten Fall müssen wir es dann halt so machen. So, was können wir hier noch verbessern? Unsere Jugend können wir hier mit 1 Million unterstützen. Machen wir auch. Ruxon hat das Trainingsjahr. Wir haben ja auch noch 10 Millionen Baukosten. Das heißt, mit 14 Millionen von ihm und 10 Millionen Baukosten, da könnte man bestimmt für 25 Millionen nochmal die Mannschaft in der Halbserie auch verstärken, und zwar deutlich verstärken, da bin ich mir schon sicher. So, das ist ein gutes Angebot hier und deshalb nehmen wir die 3 Jahre auch hier mit für 74.000 Euro. Coca-Cola haben wir noch dabei, Adidas, Amazon, ne, Samsung, Opel, also und Nordsee, ne?
zumindest mal hier zwei bzw. drei deutsche Firmen dabei. Das ist ja auch ganz nett. Oh, ja, Jungs. Das war jetzt echt mal wichtig, dass wir hier gepunktet haben. Und zwar dreifach, ne? Drei Punkte haben wir uns geholt. Klasse. Jetzt haben wir hier noch den nächsten Gegner. Und das ist Ingolstadt im Pokal. Zu Hause ist das natürlich super geil, ne? Und, oh, ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, wer da noch so mitmacht. Ich habe das Gefühl, wir können hier vielleicht sogar ein bisschen rotieren. Vorne rein würde ich zum Beispiel mal mit Köpke ganz gerne anfangen momentan. Habe ich das Gefühl. Und auf der linken Seite können wir Holtmann mal bringen. Verlat, ich könnte mir vorstellen, hier statt Balanta auch mal Verlat einmal zu bringen und Balanta dann in der Liga wieder, dass wir so eine ganz kleine Rotation zumindest drin haben. Ne? Wir sind dann immer noch stärker und wir nehmen auch die Taktik jetzt mal mit und wir gehen hier vollen Einsatz. Das ist dann so. Auch im Pokal, weil da kriegen wir wenigstens noch Geld. Lechano, Horn, hier der Sökler. Oh, da fällt mir ein, eben bei, das wollte ich eigentlich gemacht haben, bei den Kölnern noch ein paar Fotos verteilen. Da waren ganz viele, die eingewechselt wurden bei den Kölnern, die gar kein Bild hatten. Einen habe ich übrigens noch vergessen zu benennen und das ist der Besen oder BS3sen. B3sen. Der hat sich bedankt nochmal bei mir im Fußballmanager-Forum, FM-Zocker-Forum, weil ich ihm bei irgendwas geholfen hatte. Ich weiß schon gar nicht mehr warum, aber das kam irgendwie als E-Mail an und gar nicht als persönliche Nachricht. Also in dem Sinne, gar kein Problem. Ich helfe dir gerne weiter, ne, und freut mich, dass du weiterhin uns verfolgst hier. Ja, dann gucken wir uns noch die Pokal-Dings hier an, ne, und dann geht's auch schon wieder ins Hayabubu. Ja, noch nicht, aber, ne. Mal hier haben wir doch auch jemanden, den könnten wir vielleicht mal scouten. Das könnten wir vielleicht machen bei Markus Lösch, der kann noch immer übernehmen. Da sind nämlich ein paar OMs hier auf der Ich bin Freiliste. Und vielleicht kriegen wir da jemanden, der interessant für uns wäre. Ne? Ruben Garcia, können wir mal gucken, auch ein nur RA. Ja, okay. So sieht's aus. Mal gucken, was bei den beiden rumkommt. So, und wir sind schon wieder zu Hause im Spielen. Das ist super. Wir kommen hier weiter. Bin ich ganz fest von überzeugt. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt Motivation aus dem Dreier in der ersten Liga. Und dann müssen wir Ingolstadt einfach nach Hause schicken, ohne... irgendein Ticket für die nächste Runde. Langer Ball von Patrick Horst jetzt. Und er nimmt den Ball da mit, der liegt da Schmidt. Und zwar wie? Er geht an Martin vorbei, er geht auf Wieland zu und er macht das Tor. 1:0, Niklas Schmidt. Gute Form momentan. Eine 82er Stärke hat der Typ gerade. Das ist doch auch unfassbar. Und dann wollen die uns mit 14 Millionen abspalten. Niklas Schmidt jetzt hier behauptet Ballbesitz und spielt dann zu Niklas Hauptmann. Der geht in den 16er rein, schießt. Wieland kann parieren. Hält das Leder sogar fest. In der Mitte stand dann sogar Köpke noch und hätte das Ding dann reingeschnoppt. Ne? Ja, Horst muss ich hier... Oh ne, jetzt habe ich auch noch das Falsche. Das wollte ich nicht. Was ist denn hier? Oh, scheiße, ey. Also das müssen wir uns angucken. Ich wollte eigentlich festpacken drücken. Ne? Jetzt habe ich es nicht gemacht. Dann haben wir die Chance angereichert bekommen und dann geht hier ein Lezano-Eigentor. Hä? Player Right Defender merkt, dass Player Left Attacker nicht aufhalten kann, lässt ihn einfach laufen. Präzise Flanke in den Kopfball. Player Header Tor. Scheiße, da hat der Gehrig die falsche Taste gedrückt. Ah, Mann, ey. Das ist ärgerlich, richtig ärgerlich. Aber Hansa Rostock zeigt, dass sie trotzdem da am Start sind. Niklas Schmidt und Köpke im Zusammenspiel. Und er macht das Tor, der Köpke. Ja, wunderbar. Guck mal, da ist denen das voll egal, dass der Gehrig mal den falschen Knopf drückt. Machen die trotzdem das Richtige hier. Und nochmal, jetzt ein 3:1, vielleicht direkt hinterher. Köpke, der lauert da, kriegt jetzt einen Ball von Patrick Horst genau in den Fuß rein. Und dann legt er den zurück auf Niklas Hauptmann. Der muss den nur noch einschieben. Zieht aber am Tor vorbei. Das gibt's doch nicht. Hauptmann, was ist los? Heieieiei, da wäre das Ding hier eigentlich schon gegessen gewesen. Hä? Das ist ja auch, was ist denn hier jetzt los? Was ist denn hier für eine Folge? Wir müssen ja ganz viel stoppen hier. Textmodus außer Rand und Band hier, ey.
Patrick Horst nimmt die Hand von Dominik Kaiser und schlägt sich selbst. Der erfahrene Routinier geht sofort zu Boden, doch Grobe sieht alles und zeigt die gelbe Karte. Das war sehr unsportlich. Was zur Hölle? Das ist ja eine rote Karte, so ein Kauderwelsch da. Das ist bestimmt von Rysiek. Witzig auf jeden Fall. Das muss mal erlaubt sein. Was ist nur mit dem FC Ingolstadt 04 los? Die Ingolstädter finden einfach nicht statt. Janis Horn kommt mit nach vorne auf Schmidt. Der ist völlig frei aus 7 Metern, köpft er aber drüber. Was macht er denn? Weiter Einwurf von Holtmann. Nyland kommt aber heraus. Auch kein Problem für den Mann im Tor. Den hat man ja auch mal auf dem Zettel in Nyland. Niklas Schmidt jetzt mit der Ecke. Und die erste Ecke in diesem Spiel wird auch von Orjan Nyland einfach festgehalten. Ja, jetzt beruhigt sich so ein bisschen und die Ingolstädter kommen mit ihrer ersten eigenen Chance quasi. Aber den Ball hat Maschigian. Ja, so sieht's aus hier. Meine Güte. Ein wildes Spiel hier auf jeden Fall. Vielleicht vor der Halbzeit noch eine Möglichkeit. Holtmann versucht's und dann schießt er den Ball gegen den Pfosten. Ja, guter Versuch. Gerne wieder. Komm vorbei. Hol dir das Paket. Chisos. Oh, was macht der Captain? Verliert den Ball gegen Lechan und er schießt aus 12 Metern mal drauf. Ja, und dann sitzt der Ball. Was macht denn der Captain da? Ach, das ist bitter hier, vor der Halbzeit. Ah, Mist. Da muss aber noch was gehen hier. Also, das war jetzt... So, los, das war noch nicht alles. Und hier müssen wir auf jeden Fall auch gucken, was mit Hauptmann ist. Der hat nämlich eine 5, weil er da an einem Tor vorbeigeschossen hat eben. Müssen wir schauen. Wir lassen ihn mal noch drin. Aber wir müssen jetzt hier Gas geben. Also... Ingolstadt mit der ersten Chance in der zweiten Hälfte. Dominik Kaiser mit dem Freistoß von rechts. Ngadeu Njadu ist dabei. Ja, und macht den rein. Ach du Scheiße. Michael Ngadeu Njadu. Ngadeu Njadu. Ja, blöd. Schade, Vasialidis macht das Tor nicht, aber Köpke hat's geahnt. Und drückt den Ball, den Vasialidis eigentlich weit am Tor vorbeigeschossen hätte. Parallel quasi zur Auslinie. Rückt er den rein, der Köpke. Ja, so sieht's aus hier. Weiter so. Und Rostock macht weiter. Ingolstadt kommt mit der Flanke von Horn nicht klar. Hauptmann schochert den Ball zu Schmidt und er macht das 4:3. Ja, sehr schön. Holtmann kann sich ein bisschen rehabilitieren. Ja, jetzt ging's aber hier Schlag auf Schlag. Die gelbe Karte werden wir mal auswechseln. Und wir werden dafür mal Özcan bringen. Oder bringen wir mal... Ne, wir bringen mal Kerscher. Ich habe das Gefühl, der macht jetzt hier noch was. Und Köpke darf mal runtergehen für Hachi Wright, der mit einer 17er Form hier auch noch irgendwas machen wird. Da bin ich mir sicher. 17er Form, das ist richtig Highlight. Ecke von Mimun Mahi, gar kein Problem für Maschigiani. Und jetzt kommen unsere Wechsel, die können wir natürlich hier wegklicken. Ne? Der Kerscher kommt rein. Und der Wright kommt rein. So, Stadion ist erneut ausverkauft. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir noch ein paar Euro hochsetzen. Wobei, ich bin ja nicht so der Fan von. Aber wir brauchen auch das Geld, ne? Kerscher läuft da nicht übers Spielfeld. Er gleitet. Der tanzt da. Boah, was macht der denn da? Und dann spielt er den Ball auf Vasialidis. Der muss nur noch vollstrecken. Und macht das mit dem wundervollen Lupfer. Ja, was ist denn das, lieber JJ? Du schwebst... Übers Spielfeld und dann so ein Pass und dann noch so ein Abschluss von Vasialidis. Unfassbar. Meine Güte. Ha. Ja, so sieht's aus hier. Liebe Schanzer, ihr habt euch gut geschlagen. Vor allen Dingen in der ersten Hälfte war das schon sehr solide, was ihr gemacht habt. Aber jetzt seid ihr leider hinten dran. Hansa Rostock nochmal. Diesmal schwaches Anspiel von Niklas Schmidt. Schade. Es war eigentlich eine gute Situation da. Aber Josef Kerscher macht es vielleicht jetzt nochmal. Kommt frei zum Schuss, weil er den Innenverteidiger
aussteigen lässt, schießt aber Nyland in die Arme. Ja, trotzdem, genau so muss man es machen, gerade als junger Spieler. Einfach mal draufschießen. Tobias Schröck, was macht denn der? Verliert den Ball und die Hanse hat einen Kontern jetzt über Kerscher. Der spielt auch Schmidt. Der lupft den Ball über Nyland hinweg und er landet zum 6:3 hinten im Tor. 6:3, was ist denn das? Textmodus-Randale, ey. Komplettes Ausrasten im Ostseestadion auf der Tribüne. Da geht noch mehr vielleicht. Da geht noch mehr. Ein langer Ball von Holtmann erreicht die Füße von Niklas Schmidt und der geht schon wieder an Nathieu vorbei. Alleine von Nyland lässt ihm keine Chance. 7:3. 10 Buden in diesem Spiel. Was ist denn das? Boah. Halleluja, liebe Freunde, ey. Und es ist immer noch nicht Schluss. Nathieu verschätzt sich da, macht den Weg frei für Hachi Wright und der, och, da gibt es angeblich einen Abseits, das ist doch Quatsch. War doch mindestens gleiche Höhe. Halber Meter hat da gefehlt. Also, ach nee, ey. Das wäre super gewesen für Hachi Wright. Aber da kommt vielleicht trotzdem noch was. Niklas Schmidt auf der rechten Seite wird jetzt steil geschickt, bekommt den Ball, flankt in die Mitte. Nyland, oh, schade. Vereitelt da die Chance von Wright. Ja, verurteilt bestimmt auch, aber. Ach, schade, dem hätte ich jetzt noch eins gegönnt hier. Aber das war doch klasse. Sehr klasse. Hätte man vielleicht sogar noch den dritten Wechsel mal noch nehmen können. Habe ich nicht so dran gedacht. Ich war hier komplett nicht mehr zurechnungsfähig gerade eben hier. 7:3. Puh. Wahnsinn. Niklas Schmidt mit 3 Toren und einer Vorlage. Oha, ey. Oha. Unfassbares Spiel. Mann. Was für ein Ding. Wir gucken mal, wie die anderen so gespielt haben. Schalke ist weiter gegen Wolfsburg. Leipzig ist raus gegen Gladbach. Braunschweig ist raus gegen Leverkusen. Köln besiegt St. Pauli. Karlsruhe gewinnt gegen Hertha. Ja, wir machen ein geiles Spiel, ne? Augsburg verliert gegen Fürth. Überraschung. Bayern ganz knapp, nur mit einem Tor. Gegen Fortuna Düsseldorf. 1:0 Sieg. Mainz ist raus gegen Sandhausen. 1:2. Ach du Himmel, Jemine. Bremen auch mit einem torreichen Spiel hier. 5:2 gegen Hannover. Bielefeld verliert gegen Freiburg. Hamburg verliert gegen die Eintracht aus Frankfurt. Lotte im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg raus. Dresden raus gegen Hoffenheim. Alemannia Aachen schickt Mario Gomez mit seinem VfB Stuttgart nach Hause und Schweinfurt gewinnt gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. Herzlich willkommen zur Auslosung. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen runterkommen hier nach 10 Toren. Ach, ja. Und das erste ist direkt ein Derby. Oha, hier Köln gegen Gladbach. Das natürlich auch ein richtiges Zuckerleckerli, ey. Mensch. Hoffenheim gegen KSC. Ja, eigentlich eine einfache Sache für Hoffenheim. Auf dem Papier zumindest, ne? Der SV Sandhausen darf schon mal zu Hause spielen. Da freuen sie sich gegen Freiburg. Ja, da ist auch Erstligist, da ist das Stadion voll. Und das ist sogar ein machbarer Erstligist, ne? Der erste FC Schweinfurt hält hier noch die Fahne der unterklassigen Vereine hoch und muss ran gegen Aachen. Ist auch machbarer als alle anderen, sag ich mal so, ne? Fürth, mal gucken, gegen wen die Kleber da ran müssen. Und die kommen gegen Eintracht Frankfurt. Das dürfte auch ein volles Haus geben auf jeden Fall. Gut wäre auch, wenn wir zu Hause spielen dürften. Das wäre schön, würde ich mich freuen. Aber jetzt erstmal der erste FC gegen Leverkusen. Oh ja, das könnte auf die Socken gehen. Aber wir haben hier, oh, wir müssen bestimmt gegen Bayern ran, wenn ich das hier so richtig interpretiere. Jetzt wird es spannend. Ne, Bayern muss ran gegen Bremen in Bremen und wir gegen Schalke. Jetzt ist nur die Frage, wer spielt zu Hause? Ah, wir nicht, schade. Verdammt. Schade drum. Aber wir sind weiter und das freut uns natürlich. Und wir stehen jetzt hier gegen Nürnberg in der Liga. Und da habe ich das Gefühl, da könnte man sogar noch was erreichen. Wie sieht's aus? Mannschaftsstärke, technisch sind wir auf einem Niveau. Wir sind sogar ein Ticken besser, aber wir sind natürlich auswärts. Trotzdem, wir haben eine richtig starke Form, nehmen wir mit, ne? Und da müssen wir sehen, dass wir das hinkriegen. Und da punkten weiter die... Ja, fast schon Serie ist es ja, ne? Das müssen wir aber ausbauen. Menschenskinder, guckt euch das mal an hier. Ein Niklas Schmidt. Spieler anbieten nochmal hier, also... Ne, das ist... Der will er weg. Und mit so einer... Mit so einer Note, ey, das ist doch... Also ich bitte euch, liebe Freunde, das ist doch ein Schnäppchen, ist das doch. Wir machen mal hier Spieleragenten. Vielleicht müssen wir aber auch die Forderung mal ein bisschen runterschrauben, so auf 22 oder 20 Millionen oder so irgendwas.
Achso, der ist ja jetzt hier, ne? Da müssen wir mal gerade hier. Machen wir das nächste Mal. Machen wir das nächste Mal. Ja. Jetzt gehen wir erstmal ins wohlverdiente Päuschen mit 2 Siegen in einer Folge. Das ist ja. Boah, wann haben wir das denn das letzte Mal gehabt? In der 2. Liga hatten wir das. Das letzte Mal. 5 Jahre ist ein bisschen viel, aber das ist eigentlich ein guter Preis hier. Ja, 28, komm, nehmen wir mit. Einzelpreis 28.000, wobei, ist gar nicht so super geil. Hat der Gary jetzt Blödsinn gemacht? Hätten wir mal vorher gucken können. Ach, du bist auch ein Pfosten, ey. Rechts wie links einen auf die Backe. Gut, ja, dann freuen wir uns doch über diesen Sonntag. Schönen 3. Advent mit diesem tollen Spiel aus der... Ja, wie sagt man denn, aus der Pokalrunde? Meine Gott, manchmal fehlen einem die Worte, wenn man hier gleichzeitig was liest und was sagen will, dann ist das irgendwie schon mal schwierig. Ja, ich wünsche euch was, ne? Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Tschüssi!